voll. Ich glaube, wir sind aktuell auf Platz 13. Das ist gut, aber wir haben auch noch Luft. Herbert, hier bei dir oder euch im Boot. Noch einen Tag, der letzte Tag. Ja. Ihr seht ganz gut aus, he? Und das sieht so aus, als wenn ich Italiener bezahlen muss. He? Ich hole zwar auf, aber die Barsche von uns sind besser. Dafür sind eure Hechte größer. Ja, aber was wir jetzt noch fangen, die, das weißt du nicht. Das weißt du, also was er jetzt noch fangen wird, das weiß ich noch nicht. Und kurz übersetzen, bevor ihr wieder einblenden müsst. Nein, also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nicht sein. Okay, gut. Ja, und ich werde jetzt erstmal gucken, noch einen großen Zander zu fangen oder zwei. Und dann werden wir den Rest vom Tag bis zur Erbrechung Hechte werfen. Barsche haben wir ja schon. Okay. Wichtig ist, wenn wir einen Plan haben, wir haben auch einen Plan. Das haben wir einen Plan. Wir fangen auch große Fische, hoffentlich. Wissen das auch die Fische, dass ihr den Plan habt? Doch. Das wissen die auch. Wir sind jetzt gerade in einem vielleicht Siegerboot. Noch nicht in der Platzierung, aber vielleicht schon, weil Nils Gapser und Marcel Asbrock haben brutale Hechte und auch richtig gute Zander gefangen. 73er Schnitt bei Zander hatten wir, glaube ich, 1,25 Meter Hecht und 1,11 Meter oder so. 1,09 Meter noch. 1,09 Meter. Und keine Barsche, was war da los? Habt ihr noch nicht drauf geangelt, oder? Gestern eine kurze Weile, aber heute wird das Muscher drauf. Ja. Also wenn ihr die voll kriegt, ja? Wenn. Aber das wird dann schon gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber darüber denken wir jetzt nicht nach. Wir brauchen die drei Barsche. Ja. Hoffen wir, dass wir sie kriegen. Müsste eigentlich klappen, aber ne? You never know. Was meint ihr mit dem Wetter? Sonne relativ windstill für Barsch? Ich habe Angst, dass nur die ersten paar Stunden produktiv sein werden. Ja. Sonst, wir gehen raus und gehen an. Mehr ist mehr. Naja, ihr habt ja insofern schon mal den Vorteil, ihr braucht eigentlich Hechte und Zander gar nicht mehr anfassen, weil da ist nach oben hin. Also könnte noch, wenn wir Zeit übrig haben, okay, dann, aber ist schon dann gut, werden wir das machen. Für den Sieg wird es reichen mit drei normalen Barschen von knapp 40 oder so, oder? Ja. Gestern ausgerechnet, wenn wir 41 haben und 2,35, das wird. Ja. Für gestern. Ja. Aber die anderen angeln heute auch noch. Also, wir angeln heute auch noch. Aber das ist krass. Also, wir spekulieren da jetzt nicht mit den Zentimeter rum. Wir müssen einfach angeln und dicke Fische fangen. Ja. Vor allem die Barsche. Und genau. Ja. Okay, also ich wünsche euch viel Glück und ich glaube, das könnte echt was werden. Also für euch ein gutes Gefühl. Gut. Vielen Dank. Kommen wir um Längen nicht dran mit unseren paar Krötenfischen da. Das wird nicht reichen. Ja. Jungs, haut was raus, ja? Sag niemals nie. Vielen Dank, super. Herbert, das angekündigte gute Wetter ist tatsächlich da. Fast kein Wind, Sonne. Wie gesagt, für uns nicht schlecht, ne? Weil wir wollen ja im Freiwasser angeln und da ist wenig Wind immer gut. Gestern haben wir sogar schon Fische gefangen und da hatten wir 5 Windstärken mit teilweise 2 Meter Welle. Manche Hechte sind vor deinem Köder geflüchtet, weil der hoch und runter ging wie ein Dorschpilker. Das wird heute etwas besser, schätze ich. Also meine ganzen Hoffnungen stecken in dir, Jürgen, weil du musst fahren und bei der Fischerei ist das Fahren 10-mal wichtiger als das Angeln. Ja. Also. Weißt du, 50-50, Herbert. Wenn einer nicht versteht, wie ich fahre und nicht richtig ablassen kann, hast du überhaupt nichts gekonnt hier. Deswegen, das müssen beide wissen, was da passiert. Aber das klappt schon. Ich habe mich ein bisschen eingeangelt, ich habe 2 Tage hier pelagisch eingeangelt mit dem Boot. Ist das schlechteste Setup aller Zeiten, aber wir kommen klar, glaube ich. Ich werde dich schon wieder reinkriegen dann. Wir fangen jetzt an zu angeln, sind auf dem Spot.
super Bedingungen, ganz leichter Wind, für uns gut. Machen allerdings jetzt zwei Sachen. Wir haben eine Barschroute dabei mit einem Eisjig, der unten schön hin und her schießt, falls Barsche im Freiwasser auftauchen. Das kann ja immer mal passieren. Und natürlich, unser Fokus liegt jetzt auf einer großen Hechte oder einem großen Zander, eins von beiden dann. Aber jetzt suchen wir erstmal uns einen schönen Fisch aus mit dem Panoptix. Ja, kommt sofort. Hecht, ja. Wegnehmen. Ah. Komm. Ja, war schon interessiert, du. Also, das war jetzt. Mal, der war kurz, war dann wieder weg. Ich wollte schon durchladen. Mhm. Irgendwas hat ihm nicht gefallen. Sehr guter Hecht gerade auf dem Lot. Er hat auch zweimal Scheinattacke gefahren und einen Millimeter vom Köder abgedreht. Da weiß man immer nicht, was in den Köpfen dieser Fische vorgeht. Das ist ein Wahnsinn. Okay, also der Fisch ist ja gerade einmal durchgestartet und wieder abgedreht. Wenn ihr mich fragt, ist das hier auch Schrott. Also das darf nicht passieren. So raushängende Drähte und sowas. Ich meine, wir können die Haken nicht wirklich verstecken. Wir brauchen Haken, aber es müssen keine silberglänzenden Drähte 4 cm vom Köder abstehen. Das ist überhaupt nicht gut. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja. Zander? Boah, was ist denn da? Hecht, das ist ein Hecht. Sehr gut. 100%ig Hecht. Monster. Ja. Hat sich jetzt gut verkauft. Jetzt wäre er ein bisschen schwächer. Nee, Zander. Boah, Zander. Guter. Zander. Hallo. Wir können schon mal brauchen. Upgrade. Jäger. Yes. Geil gemacht. Okay. Ich hätte jetzt gerne auch einen großen Hecht gesehen, aber mir ist auch der Zander recht. Guckt euch mal das Wetter an. Glatze Sonne. Unfassbar. Überhaupt kein Angelwetter. Ich möchte jetzt nicht im Flachen werfen müssen. Aber das hier geht. Der ist ein bisschen lang. Mit 72,2 cm ist das der bisher längste Zander für Birger und Herbert und hebt sie wieder einen Platz nach oben auf die 14. Okay. Schwimmt. Lass mal drin. Komm. Flanken. Ja. Schneller. Jetzt. Komm nochmal. Jetzt wegnehmen. Kurbel. Ja, hab ich aber. Ja, ist gut. Oh ja. Nee, ich glaube, das ist ein Zander. Ist gut mit der Bremse. Zander. Guter Biss? Boah, ja. Schnur war bald weg gewesen hinterm Boot. Ja. Schnur war bald durch gewesen. Nee. Boah. Ja! Wow! Jäger, bist du yes. Da schön? Wow! Geil! Trophyfisch, ey! Oh, Leute, ja. Bist du gelähmt, genau. Ja, Wahnsinn.
Jürgen, komm her. Puh, Alter, ist das geil, oder was? Wir haben den Fisch gemessen, der hat 89 oder 90, ist eine ganz knappe Entscheidung. Das entscheidet nachher die Turnierleitung. Ein super Fisch fürs Turnier. Ein Meterfisch, Hecht haben wir ja auch schon. Mega geil, weil dieser Platt ist sensationell, ey. Genau 89,2 cm bringt dieser Zander auf die Messlatte. Birger und Herbert verbessern sich damit um mehr als 24 Punkte und rutschen mit Platz 8 erstmals in die Top 10 vor. Jetzt fehlt nur noch ein großer Hecht und alles ist möglich. Zwei, Stück noch runterlassen. Na komm, 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 du willst ihn doch, du willst ihn doch. Tschüss. Schau mal die Ratte. Oh. Ah ja, aber er hat ihn gesehen, glaube ich, oder? Ja, da hat er nochmal, ey, der nochmal hingeht, nochmal. Einmal nochmal anzeigt. Wo will er denn hin, ey? Oh, komm. Warum denn? Ja, warum nimmt er den? So wieder? Spitz und dann einen Millimeter vorm Köder wieder runter, ey. Oh. Ist das lächerlich. Ja. Oh Gott, ey. Für die sind wir ja da. Wo ist er denn noch einmal? Da ist er. Ja, da ist er noch. Ist schon wieder so weg. Genau. Lass mal da stehen. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Achtung. Boah. 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 Boah, kam der gierig hochgeschossen. Da waren wieder zwei, aber, ne? Ja. Warum denn zwei, ey? Zander schon wieder. Ja. Ja, aber den 65er schmeißen wir mehr aus. Meinst du? Ha? Ja. Ein Zander, der frontal so zum Köder kommt. Wir haben ihn jetzt gerade gemessen und aus dem Kescher befreit. Der hat tatsächlich ein bisschen mehr. Also 67 oder 68, glaube ich. Also das könnte schon passen. Du musst dich einmal umdrehen mit der Sonne, Herbert. Den nehmen wir natürlich. Das waren nochmal 2-3 Punkte oder so. Aber oben in der Spitze ist das jetzt natürlich super, super knapp. Aber ist ja klar, bei 120 Anglern ist es eh am Ende. Da sind alles gute Angler. Hier ist das Feld am Ende immer sehr, sehr dicht. Also da machen dann schon 2-3 Punkte was aus. Deswegen, die dürfen wir auf keinen Fall liegen lassen, wenn wir sie haben. Das ist gut. Ist gut, gut. Beißt. Da war er schon dran. Da war ja, er schon dran. Ich hab jetzt gerade da einen Biss gespannt. Ja. Da war er dran. Ja. Und das Zack. War der Hecht. Hot. Wir haben jetzt gerade einen Schwarm Futterfische gesehen und zwei Fische da drin, die da, also ja, also ich würde sagen, gejagt haben. Und dann haben wir den Köder da runtergelassen und sofort war der Hecht da dran. Hat den nur einmal angestupst oder verfehlt oder was weiß ich. Dann kam aus dem Nichts noch ein zweiter Hecht, einfach so und auch auf den Köder, so hoch runter. Also die scheinen hier total aktiv zu sein und gerade in dieser Ecke im Freiwasser zu jagen. Voll irre eigentlich. Das habe ich auch so noch nicht gesehen, muss ich sagen. Und zwei Hechte, die waren gleichzeitig da auf dem Echolot am Rumschwimmen. Die Dopcat. Sau du, Eddie. Ah. War aber ein schöner Fisch. Dieses Angeln ist ja sowieso schon so schlimm, ne? Aber in der Challenge, wenn man dann den unbedingt will, dann ist umso schlimmer. Ey. Wer soll das aushalten? Wir haben noch ein paar Stunden, ich ertrage das nicht. Ei, komm. Ja. Aber er nimmt ihn nicht. Soll ich die lassen? Richtig großer Hecht. Ja, aber nimmt er nicht, hast du recht. Alles richtig gemacht, Herbert. Alles richtig gemacht. Sauber angeangelt, ihm sauber das Ding weggenommen, als er kam. Langsam getwitscht, war lange interessiert. Kam er jetzt 3 Meter durch die Wassersäule hinterher. Wollte nicht. Lang. Nehmen wir den, ja. Ja, die. Oh, das war ein großer Hecht. Eieieiei. Wir hatten schon Hechte drauf, aber so einen heute noch nicht. Ah. Ah, das ist bitter. Der war so interessiert, ey. Mm.
kommt, der muss. Der muss. Ja, ja, hat ihn hier. Ja. Das ist er. Und der ist gut. Alter. Nein. Ja, 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 ja! Birger, der wollte ihn. Aber warum ist er denn nicht so groß? Ja. Aber gut, Farbwechsel, sofort Hecht drauf, sofort. Eieiei. Well done, old champ. Aber ob der mehr als 68 hat, weiß ich jetzt nicht. Ja, der hat 74, 75, Birger. Ja. Ja. Leider. Weißt du, leider 68. Genau 69. Oder 69. Leider genau. Keine Verbesserung. Genau 69. Okay. Oh. Okay, aber wenigstens, er hat genommen und vielleicht ist das eine Wende im Hechtarbeiter. Sehr gut. Ja, war ein anderer Köder. Also wir haben jetzt von violetten, der Farbe hier, gewechselt auf, eigentlich, es sieht fast gleich aus, nur mit einem leicht grünlichen Rücken. Aber das sind die Nuancen. Sag ja, wer an Köderfarben nicht glaubt, der muss dieses Angeln mal machen. Danach weiß man Bescheid. Das macht so brutale Unterschiede, was man da dran hat. Ja. Bei den hier wollten sie auch nicht richtig. Hatten wir ja die Zander zwar drauf, aber die Hechte alle vorbeigeschossen. Vielleicht zu voll die Farbe. Manchmal muss man dann gerade bei Sonne und klarem Wasser das so ein bisschen transparente Muster nehmen. Aber okay, ein Hecht macht noch keine Hechtsuppe. Da müssen wir noch ein paar Erfahrungen jetzt sammeln. Aber das ist schon mal gut. Gut gelaufen. Was war das denn? Jetzt schnell, schnell, schnell. Ja, ja. Ah, ja, schon wieder. Warum denn, ey? Das waren jetzt 4 Meter durch die Wassersäule, um ihn dann nicht zu schnappen. Ist das dein Ernst? Hä? Aber es geht gut mit dem Hochtwitschen, ne? Da sind diese lange interessiert und gierig. Sieht da eine richtige Blasenspur schon hinten noch. Jo. So, ein bisschen weiter. Gut. Bisschen dichter ran, bisschen dichter ran. Aber er wollte schon. Ne, komm schon, okay, okay, okay. Ah, einfach abgedreht, ey. Auch wieder. Gut, der wollte den auch nicht. Der wollte ihn auch nicht, ey. Nein. Haben wir jetzt mal einen kleinen Köder, Birger? Probieren wir mal einfach einen kleinen. Ja, du her, der ist gut. Muss noch mehr Blei ran machen. Ja. Komm, komm. Jetzt hat er gefehlt. Nein! Nein! Drecksau. Diese Sau, hey. Oh, und Gott. So backt, hey. 80 plus Zander. 100 pro, ey. Oh, war das eine Keule, ey. Oh. Den Köder ist aber gut, den wollen sie. Aber sind wir nicht da ein bisschen an der Stahlverfachung da? Das ist so fett. Das läuft da links, rechts neben dem Ding. Was? Ja, auf alle Fälle ist der besser. Boah, ist er raufgeschossen. Die Nerven liegen blank, ey. Das ist ein Hecht. Hm? Jetzt ist er weg. Nein! Warum denn, ey? Warum? Zu diesem Zeitpunkt ist ein Fischverlust besonders bitter. Aber es nützt nichts, Jungs. Kopf hoch und weitermachen.
Ja. Muss nicht. Ja, bitte. Ja, ist einer. Oh, extra nochmal eine Hakenmontage neu gemacht, ey. Der ist größer. Bisschen größer ist er, Bürger. Er ist größer. Kleiner als der, den wir verloren haben, ist größer. Aber ist egal, wir holen jetzt noch Hechte. Jetzt weiß ich, wo sie stehen. Okay. 85. Geht da? Geht da? Herbert hat jetzt Stress. Jetzt hat er Stress, aber ich habe nicht weniger. Na, also 85er Hecht sind 16 Punkte mehr. Das ist Platz. Ist gut, das wird nochmal einen Platz 6, geben. 7. Aber das ist egal, weil wir haben jetzt eine Ecke, wo Hechte stehen. Das war jetzt nicht zufällig, das war ganz gezielt. Ja, und wir haben den Köder, den die wollen. Wir sind jetzt Platz 6 mit dem Hecht. Vor uns sind noch der Klaas und Jeremy Stabermann mit 11 Punkten Vorsprung. Also das ist okay, der Vorsprung, aber nicht unschaffbar, weil wir haben gerade echt den, wir haben die Fische jetzt gerade am Wickel, wir haben den Köder, wir haben alles. Wir haben noch 1,5 Stunden oder so zu fischen. Möglich ist das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, bei Zander, bei Hecht, da ist bei beiden noch ein bisschen Luft. Kann jederzeit ein Meter Hecht kommen jetzt. Ja, ich wollte nicht. Scheiße. Aber geil war der. Der war schon geil. Alter Herbert, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Ja? Lass mal die Hand an der Kurbel, wenn da der Fisch kommt, ey. Warum hast du denn beide Hände an die Rute genommen? Weil so schon, so. Echt. So, ich bin dann nach oben gegangen mit der Angel. So gierig der Mann, das gibt's doch nicht. Ja. Der ist voll im Modus jetzt. Okay, weiter. Die gleich nicht zunden, aber nicht jeden gleich quer zunden. Weil den anderen Hecht habe ich auch quer gehauen. Das war besser. Ja. Wie da hinten, da, das ist echt saugefährlich. Wenn der die Spitzen gleich nach unten reißt, dann geht gleich die Schnur. Jetzt hat er. Nein. Oh, der kommt nochmal. Oh, der kommt nochmal. Hochkurbeln, 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 hochkurbeln. Hatte, das war doch ein Biss, oder nicht? Na, nein. War kein Biss? Hat nicht gehabt. Aber er hat. Wie machen die denn das? Beide, hier sind Hechte. Kommt er, kommt er, kommt er, kommt er, kommt er. Oh. Nein. Nur angepickt oder? Er kommt nochmal, kommt nochmal. Der will ihn, der will ihn. Nein. Oh, was war? Zweimal. Ja, zweimal hat er schon Köder Kontakt. Der war scharf wie Sau, aber er wollte nicht. Er wollte nicht. Ja, bist du blöd. Ja, den wollen wir. Ja, bist du blöd. Das ist der Satz, den ich hören wollte. Das ist der Satz, den ich hören wollte. Ja, bist du blöd. Bam. Geil. Du machst die größte, schnellste Kescher-Aktion, was es gibt, Bürger. Aber sowas von. Zander. Nee, echt. Ach, scheiße. Ah, weißt du was? Der ist da so doll raufgebrezelt, dass er sich das Ding in die Seite gehauen hat und deshalb so ausgeflippt ist. Abmachen, weiter angeln. Aber gut, wir können ihn trotzdem. Nee, 80er ist nicht, ne? Oder? Herbert? Nein. Messen? Na, aufhalten. Nein. Der muss das 6er-Loch geben. Wir müssen den Haken hier noch schnell rausnehmen. Mann, hey! Nein, ich vergiss es. 70er. Gut verkauft. Das war jetzt Pech, ehrlich. Also das war jetzt richtiges Pech, weil das sah richtig gut aus, wie der damit abgeflext ist. Aber gut. Ja. Ja. Oh ja! Wir haben noch 8 Minuten. Nein! Weiter, Kim, weiter.
Der war nicht so groß, war der nicht gewesen. Oh, sorry. Jetzt hoffen wir es wieder. Egalo. Birger ist egal. Wir haben unser Bestes getan, hat halt nicht ganz gelangt. War gut. Frühst mal. Oh, bin ich gestresst jetzt. Alter Schwede, Herbert, ey. So, meine Nerven. So viele große Fische gesehen heute. So viele. Aber wir haben ja auch welche gefangen, so ist nicht. Ja. Da haben wir uns noch mal ganz schön nach oben katapultiert auch, ne? Wir gucken gleich mal ins Leaderboard, ob das noch für die 6 reicht. Aber das war hart jetzt am Ende. Ui, 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 ui. Krass. Muss einfach mal ein bisschen Glück auch haben. Ja. Aber wir haben doch das. Komm. Wir dürfen jetzt als Team Nummer 6 einen Preis aussuchen. Also 4, 5 und 6 dürfen auswählen. 4 zuerst, dann 5, dann 6. Wir nehmen. Wir nehmen gern. Wir nehmen den Front together. Ja. Yes? Yes. 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 And on place number 6, please come forward, Birger and Herbert. Mit dem 6. Platz von 120 angetretenen Teams dürfen Birger und Herbert mehr als zufrieden sein. Das ist ein tolles Ergebnis. Und außerdem lief doch noch eine kleine Wette mit Dietmar Isajasch. Also Didi, ich gratuliere dir. Dankeschön. Für den größten Hecht, ich glaube 1,25 Meter. 25,7 glaube ich. Ja, total. Das ist ganz wichtig. Das ist total irre. Das ist, guck mal, da gibt es ja so ein schönes Bastelmännchen hiervon. Guck mal, ja. Biggest Pike 2019. Auf den Twindler gefangen. Und was mich am allermeisten freut, ist, genau einen Monat, nicht genau, so einen Monat zuvor bei der Predator Tour in Schweden gewinnt Freddy und Timo, gewinnen die Tour auch mit dem Twindler und ich fange den größten Hecht dieser Tour jetzt hier in Holland. Aber nichtsdestotrotz, es sind 10 Plätze Unterschied zwischen Birger und zwischen unserem Freund aus Oberösterreich. Nein, nein. Ober- und dir, wir zwei. Nein. Sag ich ja. Und 10 Plätze vor und das kostet ja mal richtiges Essen, ja, beim Italiener, nach unserer Wahl. Wahrscheinlich beim Profiliga-Termin oder so. Ja, wir gucken, ja, was schickes aus. Wann er heute halt mal gespart hat, dass er dann die Zeche übernehmen kann. Jetzt bleibt nur noch, den Siegern der diesjährigen Predator-Tour zu gratulieren. Bühne frei für die 3 besten Raubfisch-Angelteams Europas. Of the European Championship 2019 Predator Tour from France, Lionel and Tristan!